Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter mit Lidl. Ja, das wird auch leider nicht das letzte Video sein. Ich werde hoffentlich nur noch eins danach drehen, dass wir es dann irgendwann hoffentlich mal gelöst haben, wenn Lidl tatsächlich mal in der Lage ist, dieses Problem zu lösen. Das heißt, wem es interessiert und wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, abonniert ihn am besten jetzt. Dann werdet ihr die Lösung vielleicht nicht verpassen, wenn es denn eine gibt. Wenn nicht, dann werde ich euch auch irgendwann sagen, was dann meine abschließende Lösung ist. Und die hat sich gewaschen für Lidl. Das endet dann nämlich in einer Anzeige wegen Datenschutzverletzung. Das werde ich dann aber zu gegebener Zeit weiter erklären. Hier in dem Video möchte ich dann noch gar nicht so drauf eingehen, weil das ist noch so ein bisschen, was ich mir in der Hinterhalt behalte. Denn Lidl hat meiner Meinung nach eine Datenschutzverletzung mit meinen persönlichen Daten begangen. Und das werde ich dann gegebenenfalls, wenn Lidl den Vorgang nicht klärt, auch anzeigen. Ja, es geht immer noch um den Schirm, um die Zahlungshemmung, was dann eigentlich irgendwann mal erledigt wurde, und Lidl fing dann wieder neu an und dann haben sie ja das Ganze über ein Inkassobüro, COEO oder wie das hieß, habe ich Post von dem bekommen und habe ein Mahnverfahren bekommen. Dann bin ich ja gezwungen, darauf zu reagieren, sonst steht irgendwann der Gerichtsvollzieher hier vor der Tür. Und weil ich dadurch Aufwand und Ärger hatte, habe ich natürlich auch wieder an Lidl geschrieben, habe denen gesagt, Leute, ihr macht hier was falsch. Ich habe dann eine Antwort bekommen, gern bestätigen wir Ihnen, dass wir Ihnen den Betrag von 79,94 Euro am 18.06. zurückerstattet haben. Das passt natürlich überhaupt nicht darauf, wenn ich sage, Leute, die Zahlungsaufforderung, die ihr hier gegen mich stellt, die ist verkehrt. Aber das war die Antwort von Lidl. Ich habe auch versucht, da anzurufen. Man hat den Vorgang da aufgenommen, man konnte mich nur nicht mit der Buchhaltung verbinden, weil die A erst angeblich die Telefonnummer nicht hatte, denn hieß es, die haben keine Telefone in der Buchhaltung. Also war es auch nicht möglich, da das zu lösen. Aber als ich da telefoniert hatte und das halt alles nochmal dann hingeschrieben hatte, wenige Tage später wurde zumindest mir mitgeteilt, dass keine Zahlungsaufforderung mehr gegen mich vorliegt, dass das Konto also ausgeglichen ist. Aber natürlich sind viele Fragen nicht beantwortet worden, nämlich was ist, wie ist das Ganze überhaupt passiert, was passiert jetzt mit dem Aufwand, den ich hatte, wer bezahlt mir die Zeit dafür, denn auch meine Zeit ist, ja, ich kann sie nur in Geld bemessen, was das angeht, das heißt, ich habe Lidl eine Rechnung gestellt, aktuell jetzt auch schon mit Bearbeitungsgebühren, genauso wie die es mit mir auch gemacht haben. Und darauf wird nicht reagiert. Es gibt auch keine Stellungnahme, wie das passieren konnte, denn Corona kann hier nicht schuld sein. Ich möchte auch, dass der Vorgang an den Vorstand vorgelegt wird, dass ich dafür auch einen Nachweis erhalte, dass das so kommt. Auch das ist mir alles noch schuldig geblieben. Es hat auch keine Entschuldigung gegeben, gar nichts von Lidl. Ja? Und ich habe dann immer mal versucht, jetzt über Social Media dann mit denen in Kontakt zu treten. Da hat man auch nicht reagiert, hat meine Nachrichten dann scheinbar auch gelöscht, weil man die alten Nachrichten nicht sehen konnte. Bis ich dann dieses Video hier aufgenommen habe, und das zeige ich euch mal. Das zeigt nämlich die Hygienestation von Lidl, wie mit Corona scheinbar umgegangen wird. Und aufgrund dessen, da hat Lidl über Instagram dann reagiert und haben das Ganze geliked, Herzen gegeben. Da dachte ich so, Leute, das ist aber nichts Positives für euch. Ja? Das ist die Fallzahlen gehen nach oben und ihr findet das toll, dass das da so dreckig ist. Da habe ich den ersten Mal geschrieben, Leute, das ist Kritik. Und dann hat man geantwortet. Und dann habe ich gesagt, hey, jetzt antwortet er ja mal. Guckt mal meine Nachrichten vorher, was ich euch geschrieben habe, was ich für Probleme habe. Da sind keine Nachrichten. Ja, wahrscheinlich gelöscht, keine Ahnung. Dann habe ich denen das mal alles nochmal geschildert, dann waren wieder Nachrichten weg, dann wollten sie persönliche Daten von mir haben, die ich schon öfters gegeben habe, etc. Mit persönlichen Daten bin ich auch so ein bisschen vorsichtig, ne? Datenschutzverletzung hatte ich ja schon gesagt. Wir kommen hier einfach nicht weiter. Die ganze Sache brauche ich jetzt natürlich auch keinen Anwalt mehr reingeben, weil, also aktuell jedenfalls nicht, wenn es mit der Anzeige wegen Datenschutzverletzung geht, wenn ich das durchziehen sollte, wäre es vielleicht besser. Aber das halte ich mir, wie gesagt, erstmal vor. Fakt ist, Lidl rührt sich nicht, Lidl meldet sich nicht. Ich habe auch eben nochmal versucht anzurufen. Ich habe heute auch gesagt, ruft mich mal an. Ich habe wieder meine Rufnummer hingeschickt, habe den Zeitfenster genannt, dass sich keiner gemeldet hat, habe ich angerufen. Er sah, dass mein Vorgang da liegt, in der Abteilung bearbeitet wird. Ich sagte, dann stell mich doch mal durch. Das geht nicht. Er kann technisch nicht verbinden. Aber in der Abteilung gibt es immerhin Telefone, sagte er. Ja, immerhin schon eine kleine Verbesserung. Fakt ist, meine Fragen bleiben unbeantwortet. Vor allem auch habe ich einen Eintrag in der Schufa wegen dem Mahnverfahren. Das ist mir schuldig geblieben. Ich möchte das alles schriftlich per Einschreiben bestätigt haben. Viele Fragen habe ich gestellt. Alles offen. Keine Entschuldigung. Gar nichts. Nur einfach eine E-Mail. Ihr Konto ist ausgeglichen. Das Zahlverfahren ist eingestellt. Sonst nichts. Und damit bin ich natürlich nicht einverstanden. Vor allem habe ich Lidl ja, wie gesagt, auch eine Rechnung gestellt für die mir entstandenen Unannehmlichkeiten und den Zeitaufwand, meine Bearbeitungszeit sozusagen. Ein Anwalt hätte auch Geld verlangt.
Und die Rechnung ist auch noch nicht bezahlt. Ich habe das jetzt auch angemahnt mit Bearbeitungsgebühren und bin gespannt, was bei rauskommt. Mache jetzt halt wieder dieses Video, weil ich euch versprochen habe, am Ball zu bleiben. Einige interessiert es, manche sind davon genervt. Ich bin auch sehr genervt von den Folgen. Ich würde auch gerne anderen Content bieten. Aber ich habe am Anfang gesagt, ich halte euch auf dem Laufenden, also muss ich es auch machen. Das ist jetzt Video Nummer 4, glaube ich. Es soll höchstens dann wirklich nur noch ein Video kommen und da möchte ich euch dann sagen, wie die Sache ausgegangen ist. Oder es muss dann tatsächlich so sein, dass ich halt auch vielleicht eine Anzeige wegen dieser Datenschutzverletzung mache. Denn meiner Meinung nach sind meine Daten hier an Dritte weitergegeben worden und das hätte meiner Meinung nach nicht passieren dürfen. Wie das rechtlich dann so ist, ob das tatsächlich so ist oder nicht, das muss man dann halt klären. Aber ich bin mir der Meinung, meine persönlichen Daten hätten nie in diesem Inkasso-Unternehmen landen dürfen. Denn das war natürlich nicht rechtens, dass da ein Zahlungsverfahren gegen mich eröffnet wurde, weil der Vorgang ja eigentlich schon abgeschlossen war. Und ja, warten wir einfach mal ab. Das ist halt der aktuelle Stand. Heißt, Lidl hat sich hier wieder nicht mit Ruhm bekleckert. Wer meine Insta-Stories oder YouTube-Stories gesehen hat, ihr könnt die übrigens bei YouTube noch sehen. Bei Instagram sind die ja 24 Stunden immer raus. Sieht nochmal ein bisschen, wie ja, unfähig da gearbeitet wird bei Lidl. Da habe ich immer mal so ein paar Fallbeispiele. Ich mache das alles öffentlich. Und ja, schaut es euch einfach mal an. Folgt mir vielleicht auch auf Instagram. Da werde ich auch immer mal was vom Neuesten geben, wenn sich was tut. Und ansonsten kommt hier hoffentlich halt demnächst noch ein Video, wo man dann sagen kann, das war's jetzt mit Lidl, jetzt geht das Ganze hier auch in der Ecke, wo ich das aus YouTube dann auch raushaben will, nämlich in die rechtliche Schiene und dann sehen wir einfach mal weiter. Das war jedenfalls das Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt übrigens mal in die Kommentare rein, wie bei euch die Hygienestation aussieht, ob das da auch so vollgemüllt ist und ob da auch kein Desinfektionsmittel aus den Spendern mehr rauskommt. Würde mich mal interessieren, ob ich ein Einzelfall bin. Bei uns sieht es nämlich häufiger so aus. Und ja, abonniert gerne meinen Kanal, dann seht ihr auch, wie die Geschichte hier ausgeht. Leute, macht's gut. Bis dann.